Dann kann ich aufrufen den Tagesordnungspunkt 17, der da lautet: Große Anfrage der Abgeordneten Alec, Di Benedetto, Gnadl, Merz, Roth, Dr. Sommer, SPD und Fraktion betreffend Tarifbindung in Hessen, Drucksache 19/5120 zu 19/4730. 10 Minuten Redezeit, Vereinbarung. Das Wort hat Herr Kollege Decker. Meine Beantwortung der Großen Anfrage. Sie ist jetzt nicht ganz so umfangreich wie die vorhergehende. Es waren nur 25 Fragen, aber ich will gleich zu Anfang hier klar und deutlich sagen, wir hätten uns wesentlich mehr hessenspezifische Antworten erhofft als das, was jetzt hier auf dem Tisch liegt. Ich will ja durchaus einräumen, dass es da einige Sachzwänge gibt, die dies nicht ohne so weiteres ermöglichen. Richtig ist sicherlich auch, dass beim BMAS entsprechende Restock geführt werden. Nicht verständlich ist uns allerdings schon, und das ist gleich der erste Punkt, Ihre mehrfachen Hinweise auf den Datenschutz. Ich will nur mal eins deutlich machen. Wir wollten von Ihnen ja gar nicht namentlich wissen, welche Firma welchen Tarifvertrag hat. Darum ging es uns gar nicht. Und wir wollten auch respektive gar nicht wissen, welche Firma speziell mit Namen keine Tarifbindung hat. Wir wollten einen Überblick über die Lage in Hessen haben. Darum ging es uns, meine Damen und Herren. Und wie ein roter Faden zieht sich auch hier, das haben wir heute Morgen in der Aktuellen Stunde auch schon einmal gehört, wie ein roter Faden zieht sich hier der Hinweis darauf, auf die Zuständigkeit der Sozialpartner und der Tarifvertragsparteien. Ich will Ihnen mal sagen, das hilft hier wirklich nicht. Erstens mal wissen wir das schon alles. Und zweitens mal ist das auch wirklich kein Geheimnis an der Stelle. Und Sie müssen sich jetzt wirklich an diesem Punkt, und Sie merken schon, dass mich das wesentlich mehr aufregt als bei der Großen Anfrage zum Thema Arbeitsschutz, obwohl das schon schlimm genug war. Sie müssen sich jetzt nicht wundern, wenn die Leute denken, entweder die können dies nicht oder sie wollen es nicht, meine Damen und Herren. So, und jetzt habe ich ja Respekt vorm Amt, und jeder führt sein Amt nach seinem Gusto. Wäre ich der für die Tarifangelegenheiten zuständige Minister, wüsste ich, was ich zu tun hätte. Ich würde nämlich sehr zügig ein Instrumentarium für mich schaffen und für mein Haus schaffen, das mir sehr schnell einen Überblick verschaffen würde, was sich in Hessen in Sachen Tarifbindung und Tarifangelegenheiten überhaupt alles so tut, meine Damen und Herren. Aber das setzt allerdings auch voraus, dass man es so will und dass man das auch machen wollen will. Und danach sieht es im Moment leider nicht aus, meine Damen und Herren. Und wissen Sie, warum man das wollen muss? Weil man sich auch in Hessen Sorgen machen muss, dass auch hier die Tarifbindung in unserem Land über die Jahre mächtig zurückgegangen ist, meine Damen und Herren. Und da müssen doch auch dieser Landtag und diese Landesregierung den politischen Anspruch haben, dazu beizutragen, dass sich die Lage auch in Hessen verbessert, meine Damen und Herren. Und mit vagen Aussagen, mit Hinweisen auf Statistiken anderer und mit dem Hinweis auf Tarifautonomie und auf Datenschutz kommen wir da kein Stück weiter. Also, meine Damen und Herren, Engagement und der feste Willen, die Lage zu verbessern, sehen jedenfalls anders aus als das, was uns hier als Antwort gegeben ist. Das würde mich übrigens auch als Wirtschaftsminister interessieren, was hier so los ist, nicht nur als Arbeitsminister. Warum ist uns dieses Thema denn so wichtig? Seit den 90er Jahren gilt für immer weniger Beschäftigte und Betriebe ein Tarifvertrag. Wir haben im Moment sage und schreibe in Deutschland nur noch 45 % der Beschäftigten in einem Betrieb mit Tarifbindung, und der Anteil der tarifgebundenen Betriebe liegt sogar nur bei 15 %. Nein, nein, Betriebe, Bahnversprecher, Betriebe. Meine Damen und Herren, wir wissen jedenfalls, dass Flächentarifverträge wichtig für die Beschäftigten und die Unternehmer sind, meine Damen und Herren. Ich habe allerdings schon Zweifel, ob das alle Fraktionen hier im Hause und alle Mitglieder der Landesregierung auch so sehen. Und man kann natürlich in schönen Reden, in Aktuellen Stunden und an anderer Stelle immer wieder propagieren, dass das besser wäre, wenn man mehr Tarifverträge hätte. Aber da muss man auch konkretes Handeln folgen lassen, und das sieht man im Moment leider wenig Konkretes. Meine Damen und Herren, Tarife sichern vernünftige Bezahlung. Tarife regeln z.B. den Urlaubsanspruch oder die betriebliche Altersversorgung und vieles, vieles mehr. Und in aller Regel sind das bessere Bedingungen wie in den Betrieben ohne Tarifverträge. Und im Übrigen, das muss man an der Stelle auch betonen, geben Sie auch den Unternehmen Planungssicherheit und schützen vor Lohndumping und vor allen Dingen vor schwarzen Schafen, meine Damen und Herren. Und eines wissen wir doch alle miteinander hier.
Die fehlende Tarifbindung, und da bitte ich Sie jetzt noch einmal genau zuzuhören, die fehlende Tarifbindung in vielen Betrieben ist eine der wesentlichen Ursachen für wachsende Lohnungleichheit und teilweise prekäre Beschäftigung. Die kleinen Lohneinkommen basieren in aller Regel auf tariflosen Arbeitsverhältnissen, und die sind von der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung inzwischen weit abgekoppelt. Auch das ist kein Geheimnis. Und auch in Hessen hat die Lohnspreizung zugenommen, meine Damen und Herren. Und schon allein deswegen muss die Tarifbindung weiter gestärkt werden, notfalls auch gesetzlich. Auf Initiative der SPD ist immerhin erreicht worden, dass Tarifverträge jetzt leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden können. Das ist schon einmal ein wesentlicher Fortschritt gewesen. Und sie gelten dann auch für Beschäftigte und Arbeitgeber der jeweiligen Branchen, die nicht Mitglieder Gewerkschaft oder der Arbeitgeberverbände sind. Und diesen Weg müssen wir mit der gesetzlichen Privilegierung von Tarifpartnerschaften eindeutig und klar fortsetzen. Weil Voraussetzungen für gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen in allen Branchen sind hohe Tarifbindung und starke Gewerkschaften, meine Damen und Herren. Und all dies und dann lassen wir auch nicht dran rütteln, ist und bleibt das Markenzeichen der sozialen Marktwirtschaft, meine Damen und Herren. Und es braucht im Übrigen auch mehr Gestaltungsmöglichkeit für tarifgebundene Unternehmen. Die Möglichkeit der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen müssen weiter verbessert und die Voraussetzungen präzisiert werden. Und dabei geht es auch um die rückwirkende Gewährleistung der Allgemeinverbindlichkeit oder auch die kollektive Nachwirkung von Tarifverträgen im Falle von Ausschlagungen von Betrieben oder Betriebsteilen, was inzwischen auch stark in Mode gekommen ist, meine Damen und Herren. Und zwar so lange, bis ein neuer Tarifvertrag geschlossen ist. Und an dieser Stelle, wie heute Morgen schon bei der Debatte in der Aktuellen Stunde, ein kleiner Blick auf die Vergabe öffentlicher Aufträge. Auch wenn die Fraktionen von CDU und GRÜNEN sowie die Landesregierung das anders sehen, hier muss noch einiges diesbezüglich nachgeschärft werden. Aber das kriegen wir dann demnächst mit einem gesonderten Antrag im Zuge der Evaluierung des zuständigen Gesetzes. Meine Damen und Herren, ich ziehe das Fazit. Es fehlt der Landesregierung am Willen des Mitgestaltens. Auch dann, wenn nicht die unmittelbare Zuständigkeit gegeben ist, ist es ihre politische Pflicht, daran mitzuwirken, dass die Lage in Hessen verbessert wird. Aber da fehlt es ihr leider an dem Willen im Moment, und das muss sich ändern. Ich will Ihnen zum Schluss hier ein Versprechen abgeben, nämlich das Versprechen meiner Fraktion, dass wir das Thema Arbeitsmarktreform und in Besonderheit auch Tarifbindung und viele andere Themen immer wieder auf die Tagesordnung bringen werden, ob Sie das wollen oder nicht. Aber ich kann Ihnen sagen, was wir wollen. Wir wollen die Lebenssituation und die Lohnsituation der Beschäftigten verbessern. Und das ist klar und deutlich. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Herr Abg. Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich werde sicher nicht 10 Minuten reden, weil so viel geben die Antworten, die dünnen Antworten auf diese Große Anfrage nicht her. Als ich die Große Anfrage gelesen habe, Herr Minister, da ist mir sofort der Spruch von Sokrates eingefallen, der vor mehr als 2000 Jahren schon gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und ich würde dann zu hinzufügen, und dass ich nichts weiß, liegt an der Tarifautonomie und der sich daraus abgeleiteten Neutralitätspflicht des Staates. Denn das ist die Zusammenführung sozusagen dessen, was hier an Antworten gegeben bzw. nicht gegeben wurde. Und deshalb erlaube ich mir, Herr Minister, sozusagen mal zu zitieren. Sie sagen auf die Frage 9, wie bewertet die Landesregierung die Entwicklung der Tarifbindung? Antwort: Die Tarifautonomie ist ohne Beeinflussung durch den Staat in Artikel 9 des Grundgesetzes geregelt, wird auch, und sie wird auch von der Hessischen Landesregierung beachtet.
Insofern bewertet die Hessische Landesregierung nicht die Entwicklung der Tarifbindung. Also mit anderen Worten könnte man es auch sagen, ja, ist noch einmal bestätigt worden eben aus der CDU-Fraktion. So, also sie bewertet nicht die Entwicklung der Tarifbindung. Das heißt mit anderen Worten, wie viele Beschäftigte in Hessen tarifgebunden sind oder nicht tarifgebunden sind, ist der Hessischen Landesregierung schlicht egal. Das ist das Ergebnis. So, anders kann ich das nicht bewerten. Aber konsequent sind Sie dann bei Ihren Antworten doch nicht. Denn wenn ich mir die Antwort auf die Frage 10 anschaue, die Frage lautet, wie bewertet die Landesregierung die Möglichkeiten, die die Öffnungsklauseln der einzelnen Flächentarifverträge bieten, lesen wir Folgendes. Flexible Tarifverträge erhöhen die Tarifbindung in Deutschland. Also, wenn es um Flexibilität geht, meine Damen und Herren, dann hat die Landesregierung eine Position, und dann interessiert sie natürlich auch die Entwicklung der Tarifverträge. Und ich will die Antwort an dieser Stelle, die Sie ja sehr ausführlich dann gegeben haben, auch noch einmal darlegen. Weil Sie schreiben, um den unterschiedlichen Unternehmen und deren Bindungen Rechnung tragen zu können, ist ein flexibler und individuell auf unterschiedliche Betriebe angepasster Tarifvertrag mit den notwendigen Öffnungsklauseln zur Gestaltung der einzelnen Verhältnisse im Unternehmen zielführend. Aha, das ist zielführend. Insbesondere kann eine Flexibilisierung bei den Themen Arbeitszeiten und Entgelten sowie Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch Öffnungsklauseln erzielt werden. Die Hessische Landesregierung ist der Ansicht, die hat eine Ansicht, dass eine flexible Gestaltung die Wettbewerbsfähigkeiten der Unternehmen stärkt. Siehe da, also sie hat doch eine Meinung. Sie hat keine Meinung, wenn es darum geht, sozusagen, wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über Tarifverträge geschützt werden. Sie hat aber sehr wohl eine Meinung, diese Landesregierung, wenn es um Flexibilisierung geht im Interesse der Unternehmen. Und das ist die Antwort, die Sie hier geben. So. Nichts anderes. Nichts anderes. Und insofern sage ich Ihnen, Herr Minister, Branchen- oder Flächentarifverträge, Branchen- oder gerne noch lauter, wenn Sie mich nicht verstehen, Branchen- oder Flächentarifverträge sollen mich ja alle verstehen, ja? Branchen- oder Flächentarifverträge wurden eingeführt, um die Konkurrenz, den Wettbewerb unter den Unternehmen um ihre Arbeitnehmer sozusagen nicht um Löhne und Gehälter vornehmen zu lassen, sondern den Wettbewerb sozusagen über die Leistungsfähigkeit, über die Angebote, wie auch immer, damit nicht eine Konkurrenz unter den Arbeitgebern besteht und man eine Abwerbung hin und her vornimmt. Das ist die Grundlage von Tarifverträgen. Und insofern hatten Sie und haben Sie sowohl einen Vorteil für die Arbeitgeber als auch für die Arbeitnehmer. Und deshalb finde ich, dass es der Landesregierung sehr wohl ansteht, sehr wohl sehr gut ansteht, dieses zu fördern. Ja? Und zwar sowohl im Interesse des Wettbewerbs und der Arbeitgeber als auch zum Schutze der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ich erwarte von einer Landesregierung, dass sie eine große Anfrage sozusagen nicht mit, ja, mit Desinteresse, also man fühlt es praktisch beim Lesen, wie großes Desinteresse ist an diesem Thema der Landesregierung beantwortet, sondern dass sie sich klar und eindeutig dazu bekennt, dass Tarifverträge diese Vorteile sowohl für die Wirtschaft als auch für die Arbeitnehmer haben und dass es ihre Aufgabe ist und dass sie das zu ihrer Verpflichtung macht, dafür zu werben, dass dem Rückgang an Tarifbindung etwas entgegengesetzt wird, zumindest werbend dafür einzutreten, dass Tarifverträge abgeschlossen werden. Das verletzt keine Tarifbindung. Das ist keine Verletzung des Artikels 9 Absatz 3 des Grundgesetzes, sondern das ist eine bürger- und arbeitnehmerfreundliche Politik, die ich von einer Landesregierung erwarte. Insofern ist Ihre Nichtaussage oder Ihr Desinteresse an der Beantwortung dieser Fragen nichts anderes als ein Offenbarungseid,
gegenüber den vielen Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hessen mit den Worten, das, was ihr macht, was eure Arbeitsbedingungen sind, das interessiert uns nicht. Uns interessieren die Arbeitsplätze, aber die Arbeitsbedingungen nicht. Und das ist die Botschaft, Herr Minister, die Sie hier ausgesandt haben und die ich an dieser Stelle verurteile. Das Wort hat Frau Abg. Bächle-Scholz für die CDU-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen! Aus dem Fragekatalog zur Tarifbindung hat sich gezeigt, dass die Fragen im Wesentlichen nicht durch die Landesregierung zu beantworten sind, sondern, Sie haben es ja auch schon festgestellt, zuständigkeitshalber durch das Ministerium für Arbeit und Soziales. Es ist fast ein mantraartiges Vortragen heute, und Sie haben ja auch gesagt, es zieht sich fast wie ein roter Faden durch. Aber die Fragen der Tarifbindung und Fragen der Allgemeinverbindlichkeit gehören zum Bundesrecht. Und wenn dies so ist, dann muss dies auch immer wieder gesagt werden. Ich denke, inhaltlich dürfen wir uns hier im Haus sicherlich, ohne auf das Einzelne einzugehen, einig sein, dass die Tarifbindung grundsätzlich eine positive und erstrebenswerte Situation ist. Denn eine Tarifbindung besteht, soweit eine Tarifbindung besteht, hat die sowohl Vorteile für die Arbeitnehmer als auch für die Arbeitgeber. Denn verhindert doch ein Tarifvertrag, dass der Erfolg eines Unternehmens davon abhängig ist, wie gut ein Arbeitgeber seine Lohnkosten dadurch drückt, dass er seine Arbeitnehmer möglichst niedrig im Verhältnis zu anderen Arbeitnehmern entlohnt. Grundsätzlich ist allerdings zu beachten, dass der gesamte Bereich der Tarifverträge der Tarifautonomie unterfällt. Und Sie haben es auch genannt, Herr Schaus. Diese Tarifautonomie ist durch den Grundgesetz Artikel Nummer 9 geschützt. Die Tarifpartner entscheiden also, ob überhaupt ein Tarifvertrag geschlossen wird bzw. welchen Inhalt er hat. Ebenso sind Sie es, die es in der Hand haben, die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen zu beantragen. Und hier ist, denke ich, mehr positiv aus den Antworten zu entnehmen, dass es in den letzten 5 Jahren keine Tarifverträge gab, die ihre Allgemeinverbindlichkeit in Hessen verloren haben bzw. diese in Hessen endete. Und neben den klassischen Tarifverträgen können dabei, jetzt kommen wir noch einmal auf die Vertragsstruktur, flexible Tarifverträge, also solche mit Öffnungsklauseln, die eine Anpassung an die betriebliche Situation ermöglichen, sicherlich die Betriebsbindung steigern. Und die Antwort der Landesregierung ist ganz klar ein Faktum und deutet kein Desinteresse dar. Denn in beiden Fällen ist die Antwort der Landesregierung klar und eindeutig. Sie mischt sich nicht in die Tarifautonomie ein, sondern beachtet die Rechte der Tarifpartner und sieht sogar die Öffnungsklausel als eine mögliche Weiterentwicklung in der Tarifwelt. Ich möchte noch einmal 2 Punkte in den Antworten der Hessischen Landesregierung herausgreifen, die ich als besonders interessant empfunden habe. Erstens war das die Tarifbindung nach Betrieben. In Gesamtdeutschland sind dies 45% aller Betriebe tarifgebunden, in Hessen sind es 49%. Und dann zweitens die Tarifbindung nach Arbeitnehmern. In ganz Deutschland sind 46% aller Arbeitnehmer tarifgebunden, in Hessen sind es 50%. Somit ist festzustellen, dass in Hessen die Tarifbindung über dem Durchschnitt der Bundesrepublik liegt. Und dieses Ergebnis verändert sich auch nicht, wenn man nur das frühere Bundesgebiet betrachtet. Insoweit kann ich mit Fug und Recht feststellen, dass in dem wirtschaftsstarken Hessen auch die Arbeitnehmerrechte stärker sind als in anderen Teilen des Landes. Aber lassen Sie mich noch einmal auf einen anderen Aspekt der Tarifbindung kommen. Denn Tarifbindung setzt voraus, dass Arbeitgeber einem Arbeitgeberverband
und die Arbeitnehmer einer Gewerkschaft angehören. Sie fassten das vorhin zusammen unter dem Stichwort starke Gewerkschaften. Bei dieser Betrachtung ist festzustellen, dass immer mehr Arbeitgeber dazu neigen, keinen Arbeitgeberverband beizutreten oder sich dem Bereich entziehen, für welchen die Tarifbildung gilt. Das halte ich für bedauerlich. Allerdings ist auch die Zahl der gewerkschaftlich gebundenen Arbeitnehmer zurückgegangen. Waren im Jahr 2000 noch 7,7 Millionen Mitglied in den DGB-Gewerkschaften, sind es 2017 nur noch rund 6 Millionen. Dies bei gleichzeitig steigender Beschäftigung. Immer mehr Arbeitnehmer haben sich also entschieden, entweder keiner Gewerkschaft beizutreten oder sogar aus ihr auszutreten. Auch dies halte ich für bedauerlich. Wir haben hier auf beiden Seiten der Tarifpartner, denke ich, ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Denn immer mehr Menschen sind nicht bereit, sich in Verbänden, Vereinen oder Parteien, vielleicht von temporären Sondererscheinungen abgesehen, zu binden. Ein Problem, das wir bekanntermaßen alle beklagen, gegen das wir aber allesamt noch keine wirkliche Lösung gefunden haben. Zusammenfassend kann ich nur feststellen, klar ist, die Landesregierung wertet die Tarifautonomie als hohes Gut und mischt sich in keine Tarifbindung ein. Und den Arbeitnehmern in Hessen geht es gut. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als Nächstes spricht Herr Abg. Rock für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Anfrage der SPD-Fraktion und das, was wir daraus erfahren haben, dürfte niemand, der sich mit dem Thema beschäftigt, in irgendeiner Weise überrascht haben. Vielleicht die eine oder andere Prozentzahl war schön, dass die konkretisiert worden ist. Bei der Anfrage selbst fragt man sich natürlich, warum das beantwortende Ministerium uns den Hinweis gegeben hat, wo wir Daten finden könnten. Dann hätten sie selbst gucken können und sie reinschreiben. Hätte ein bisschen der Servicegedanke eine Grundlage gespielt. Aber gut, das ist jedes Ministers eigenes Glück, wie er mit dem Parlament umgeht an so einer Stelle. Aber für uns ist auch noch einmal die Frage, wenn man sich mit dem Arbeitsmarkt tatsächlich beschäftigen möchte und möchte die Frage der Wirkung von Tarifverträgen natürlich sich vielleicht dezidierter anschauen, dann gibt es die eine oder andere Studie aus gewerkschaftsnahen Stiftungen zum Beispiel. Oder man könnte sagen, man will sich vielleicht mal durch so eine Studie den Arbeitsmarkt zu Gemüte führen, weil wir natürlich alle wissen, dass Tarifbindung natürlich die stärkste Wirkung im Tarifvertrag und allem an sich aussendet. Aber wir wissen natürlich auch, dass das eine Signalwirkung für einen gewissen Bereich im Arbeitsmarkt auch hat. Und im Hinblick auf die Frage, wie der Arbeitsmarkt sich weiterentwickelt, auch die Frage, wie man überhaupt noch Fachkräfte gewinnen kann, wäre mal interessant zu sehen, wie ein Tarifvertrag einfach ein Datum setzt oder Auswirkungen hat, die dann auch von nicht tatsächlich gebundenen Betrieben schon mittlerweile einen Standard setzen. Das wäre für mich mal eine spannende Frage gewesen, die man vielleicht auch mal durch eine Studie, die Sie in Auftrag geben oder einer Ihrer Gewerkschaftsfreunde in Auftrag gibt, mal beobachten könnte. Ansonsten war die Erkenntnis dieser Anfrage für mich absolut überschaubar. Ich würde sagen, festzustellen, dass die Energieversorger oder die Chemieindustrie andere Tarifbindungen hat, dass man das nach der betrieblichen Struktur ableiten kann. Je mehr kleinere Betriebe, umso geringer. Das ist jetzt alles nichts, was mich jetzt überrascht hat. Von daher interessant ist noch einmal bestätigt zu bekommen, die ein oder andere kleine Prozentzahl noch einmal Erkenntnisgewinn dazu zu bekommen. Ansonsten war diese Anfrage für uns jetzt nicht so notwendig gewesen, um zu erkennen zu können, wie die Tarifsituation in Hessen ist. Von daher herzlichen Dank, dass ich um die Uhrzeit dazu noch einmal etwas sagen durfte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Als Nächstes hat die Gelegenheit, etwas zu der Sache zu sagen, Frau Kollegin Kinkel für die Fraktion Die Grünen. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Decker, herzlichen Dank für diese Große Anfrage.
wobei wahrscheinlich auch Sie zugeben müssen, dass der Erkenntnisgewinn sich nun für uns in Grenzen hält. Zu Ihren Ausführungen möchte ich eines sagen. Es kam ja nun deutlich heraus, dass für das offizielle Tarifregister der Bund zuständig ist. Ich persönlich sehe keinen Sinn darin, dass wir durch ein hessisches Tarifregister, ein zusätzliches, jetzt unnötige Doppelstrukturen schaffen. Weil die Daten, die Sie angefordert haben, die sind alle durch das Statistische Bundesamt beispielsweise leicht verfügbar. Würden wir hier in Hessen ein zusätzliches Tarifregister schaffen, dann würde das keinem einzigen Beschäftigten eine zusätzliche Tarifbindung schaffen. Das müssen auch Sie einsehen, Herr Decker. Wir GRÜNE wollen, dass der Arbeitsmarkt bunt und vielfältig bleibt. Wir wollen unterschiedliche Beschäftigungsformen, die für unterschiedliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den verschiedenen Lebenslagen und auch für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber jeweils passen. Und dafür braucht es stabile Leitplanken, die gegen Lohndumping, gegen schlechte Arbeitsbedingungen wirksam schützen. Wir GRÜNE wollen auch das Tarifsystem stärken und den Niedriglohnsektor reduzieren. Denn gegen niedrige Löhne helfen am besten gute Tarifabschlüsse. Und deshalb muss dafür gesorgt werden, dass wieder mehr Beschäftigte nach Tarif entlohnt werden. Da gab es in den letzten Jahrzehnten bundesweit eine besorgniserregende Entwicklung. Der Anteil der Beschäftigten mit tariflichen Löhnen ist von ca. 80% Anfang der 90er Jahre auf heute bundesweit 46% gefallen. Immerhin etwas besser und über dem Schnitt der alten Bundesländer ist die Quote der Tarifbeschäftigten in Hessen, die 50% beträgt. Menschen, die in tarifgebundenen Betrieben arbeiten, verdienen ca. ein Fünftel mehr als diejenigen, die in anderen Betrieben angestellt sind. Und auch sind diejenigen, die nach Tarif arbeiten, wirksamer vor Altersarmut geschützt. Und auch der unternehmerische Wettbewerb beispielsweise könnte sich mit mehr nach Tariflohn zahlenden Unternehmen sehr viel fairer gestalten. Es spricht also alles dafür, das Tarifsystem zu stärken. Und dafür, sehr geehrte Damen und Herren, braucht es gemeinsame Anstrengungen von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften. Die Politik kann und soll diesen Prozess im Kontext der Tarifautonomie unterstützen. Wir hatten ja die Debatte auch schon heute Morgen, ob und welche Tarifverträge gelten und vor allem wie diese ausgestaltet sind. Das entscheiden die Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern. Der Staat und die Politik müssen aber die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass der Abschluss von Tarifverträgen vereinfacht wird und sich Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaften gründen können. Wir GRÜNEN sind der Meinung, dass Tarifverträge einfacher, allgemein verbindlich für alle Betriebe einer Branche gelten müssen. Denn davon profitieren sowohl Beschäftigte als auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Aber die SPD hat sich mit der hessischen Landesregierung den falschen Adressaten dieser Großen Anfrage ausgesucht. Denn das Bundesarbeitsministerium mit der SPD-Spitze führt das Tarifregister und ist auch für das Tarifrecht im Allgemeinen zuständig. Und nur auf Bundesebene könnte auch die Gültigkeit von Allgemeinverbindlichkeit für Tarifverträge erleichtert werden, sehr geehrte Damen und Herren. Und hier haben Sie als SPD-Mitglieder und aktuell in den Koalitionsverhandlungen befindliche Partei wesentlich mehr Spielraum. Das heißt, die Allgemeinverbindlichkeit auszuweiten, ist auch in Ihrer Verantwortung aktuell in den Koalitionsverhandlungen. Für Hessen, seine Kommunen und die landeseigenen Unternehmen haben wir das hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz eingeführt, um auch Tarifsysteme zu stärken. Darin ist festgelegt, dass öffentliche Aufträge nur an Firmen vergeben werden dürfen, die ihre Beschäftigten mindestens nach Tarif oder nach Mindestlohn bezahlen. Und mit diesem hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz haben wir dafür gesorgt, dass Firmen, die in Hessen öffentliche Aufträge erhalten wollen, die Tarifbedingungen ihrer Branche einhalten müssen. Sehr geehrte Damen und Herren, man könnte auch kritisieren, es hat mich sehr gewundert, dass Sie das heute nicht getan haben, Herr Decker, man könnte auch kritisieren, dass Hessen nicht in der Tarifgemeinschaft der Länder ist. Ja,
Aber dann muss man auch feststellen, dass wir in dieser Tarifgemeinschaft keine Möglichkeit gehabt hätten, das hessenweite Jobticket zum Bestandteil der Tarifverhandlungen zu machen und dann auch einzuführen. Und das haben die Beschäftigten des Landes Hessen ja auch begrüßt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion, die Große Anfrage hatte sicherlich eine gute Intention, die ich im Grunde auch teile. Aber der Ansprechpartner für die Änderung der gesetzlichen Regelung ist nicht die Landesregierung, sondern eben das Bundesarbeitsministerium. Das Land Hessen tut im Rahmen seiner Möglichkeiten das, was es braucht, um die Tarifbindung zu stärken, eben nicht zuletzt durch das hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kinkel. – Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Grüttner. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Jahre 2015 hat das Land Hessen auf der Arbeits- und Sozialministerkonferenz einen Antrag eingebracht, damit oberste Arbeitsbehörden Zugriff haben auf ein digitalisiertes Tarifregister. 2016 ist das vom Bund eingeführt worden. Erneut wurde am Anschluss daran vom Land Hessen ein Antrag eingebracht, der auch zugestimmt worden ist, dass das eingerichtete Tarifregister weiterentwickelt werden soll, damit es auch benutzerfreundlich ist und eine effiziente Gestaltung auch ermöglicht wird. Und erst im Juli 2017 erfolgte nun die noch beauftragte und beschlossene Weiterentwicklung. Das heißt, wenn ich das sage, wir sind seit Jahren daran, die Fragestellungen von Auskunftspflichten, die beim Bund möglicherweise vorhanden sind, dort gesammelt werden, für die Länder zugänglich zu machen. Insofern ist an dieser Stelle die Fragestellung nach Daten dann intensiver zu beantworten, wenn wir die Möglichkeiten haben, sie auch tatsächlich einsehen zu können. Doppelstrukturen aufzubauen, macht an dieser Stelle keinen Sinn. Im Land Hessen haben wir, und es ist gerade eben gesagt worden, am 1. Januar 2015 das hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz eingerichtet. Damit wird deutlich, wie groß der Stellenwert die Geltung und Einhaltung von Tarifverträgen von uns hat. Wir unterstützen ausdrücklich die Tarifbindung. Dennoch möchte ich hier nochmals betonen, dass die Entscheidung über den Abschluss eines Tarifvertrages ausschließlich von den Sozialpartnern, also den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden, getroffen wird. Die Landesregierung kann und darf die Entscheidung, ob und mit welchem Inhalt ein Tarifvertrag abgeschlossen wird, nicht beeinflussen. Tarifautonomie, ich wiederhole das, was ich heute Morgen gesagt habe, ist ein hohes Gut. Trotzdem, auch an dieser Stelle, und das will ich schon betonen und muss das konstatieren, dass leider nicht mehr alle Unternehmen oder zu wenige Unternehmen tarifgebunden sind, dass es zu viele Bereiche gibt, in denen die Tarifbindung zu schwach ist. Deswegen muss es gemeinsame Aufgabe sein, die Tarifbindung zu stärken. Die Unternehmen, die ohne Tarifbindung sind, nehmen stetig zu. Und die von den Sozialpartnern in fairen Verhandlungen abgeschlossenen Verträge für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden zunehmend nicht mehr flächendeckend übernommen. Das ist ein Zustand, den es anzugehen gilt. Wir können aber in Hessen nur den Dialog suchen und an die Sozialpartner und an deren Unternehmen appellieren, wieder stärker in die Tarifbindung einzutreten. Politik hat deshalb nur die Funktion eines Aufrufes an die Sozialpartner und die Wirtschaft zu übernehmen. Diese Funktion und diese Verantwortung nehmen wir wahr. Vielen Dank, Herr Minister Grüttner. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist auch diese Große Anfrage besprochen.